Für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne meine heutige Rede mal mit einem Zitat aus der Zeit aus dem letzten Monat. Im Februar 2013 skizzierte der Generalstabschef der russischen Streitkräfte seine Vision einer modernen Armee. Politische Ziele seien im vernetzten Zeitalter nicht mehr nur mit konventioneller militärischer Macht zu erreichen, sondern durch den breit gestreuten Einsatz von Desinformationen, die das Protestpotenzial der Bevölkerung verstärken solle, zum Beispiel durch geleakte Dokumente. Zitat Ende. Natürlich nicht in Russland, sondern in den anderen Ländern, in denen Russland tätig ist. In einer medienpolitischen Rede mit der russischen Armee einzusteigen, mag auf den ersten Blick überraschen. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, glaube ich, hier in aller Deutlichkeit die weltpolitische Realität im Jahr 2017. Eine Vielzahl von Autokraten und Diktatoren unterdrückt zunehmend weltweit die Pressefreiheit. Journalistinnen und Journalisten werden in vielen Ländern immer härter verfolgt und drangsaliert. Wir sehen einen weltweit massiv verstärkten Kampf um die öffentliche Meinung, frei nach Clausewitz. Kommunikation ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Folglich wächst die Bedeutung derjenigen, die für diese Kommunikation verantwortlich sind. Sie tragen die Medienberichterstatterinnen und Medienberichterstatter sowie die Anstalten des internationalen Auslandsrundfunks. Politik muss, meine ich, wir müssen ein größeres Augenmerk als bisher auf ihre Ausstattung und ihre Arbeitsbedingungen, ihren Schutz und ihre Sicherheit legen. Die Koalitionsfraktionen geben auf diese Aufgabenstellung heute zwei Antworten. Erstens, wir bringen eine Entschließung zur Fortschreibung der Aufgabenplanung der Deutschen Welle ein. Damit beteiligen wir uns an der öffentlichen Debatte über den künftigen Kurs des Deutschen Auslandsrundfunks. Zweitens, wir fordern mit unserem Antrag die Bundesregierung auf, sich bei den Vereinten Nationen für die Schaffung des Amtes eines Sonderbeauftragten zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten einzusetzen. Beides, der verstärkte Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit und die weitere Ertüchtigung der Deutschen Welle als der internationalen Medienöffentlichkeit deutlich vernehmbare Stimme aus Deutschland, gehört zusammen. Sonntagsreden über die Bedeutung und den Schutz der Presse- und Medienfreiheit sind schon viele gehalten worden. Wie aber kann im Falle von Medien und Journalismus das Montagshandeln aussehen? Angesichts der in unserem Grundgesetz verankerten Staatsferne der Medien, angesichts der Tatsache, dass die Verfolgung von Medienberichterstattern nicht in unserem Land Thema ist, sondern anderswo, in Staaten, mit denen wir nicht befreundet sind, die sich entsprechende Mahnungen als unzulässige Einmischungen von außen verbieten, aber teilweise leider zunehmend auch in Mitgliedsländern der Europäischen Union. Stellvertretend für alle verfolgten und inhaftierten Journalistinnen und Journalisten hat heute Reporter ohne Grenzen vor dem Reichstagsgebäude an viele Betroffene erinnert. Einige Kolleginnen und Kollegen haben sich beteiligt, wenn ich hier beispielsweise in das Gesicht von Martin Dürrmann schaue. Es ist wichtig und richtig, dass unsere Frau Bundeskanzlerin, der Bundesaußenminister, Einschränkungen der Pressefreiheit bei ihren Staatsbesuchen immer wieder klar ansprechen. Wir brauchen aber auch einen supranationalen Handlungsansatz. Daher bin ich Reporter ohne Grenzen sehr dankbar für ihren Vorstoß eines UN-Sonderbeauftragten zum Schutz von Journalisten. Reporter ohne Grenzen setzt sich seit Längerem sehr verdienstvoll weltweit für die Rechte und das Wohl von Journalistinnen und Journalisten ein. Ihre Mahnungen und Hinweise sowie die Rangliste der Pressefreiheit sind für uns eine wichtige Orientierungshilfe und Richtschnur unseres politischen Handelns. Vielen Dank dafür, glaube ich, stellvertretend für das ganze Haus. Ihr Vorschlag, der Vorschlag von Reporter ohne Grenzen, setzt an der richtigen Stelle an. Der Beauftragte soll direkt beim UN-Generalsekretär angesiedelt sein. Das Mandat ist mit dem Schutz von Journalistinnen und Journalisten präzise definiert und eng umrissen. Es gibt zwar bereits einen Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Meinungsfreiheit. Ich habe gelernt, der Sonderbeauftragte ist aber höherwertig und er könnte sich oder sie zudem allein auf die Sicherheit und Unversehrtheit von Journalistinnen und Journalisten konzentrieren. Es stehen schon fast 30 Länder, rund 30 Länder, darunter unter anderem Frankreich und Japan, hinter diesem Vorschlag. Wir wollen, dass sich Deutschland schnellstmöglich unter den Unterstützerstaaten einreiht. Es reicht nicht länger, auf informeller diplomatischer Ebene Wohlwollen zu signalisieren. Es geht um den Schutz von Demokratie und Menschenrechten in der Welt. Da muss Deutschland vorn ran.
Meine Fraktion hat sich bereits vor einem Jahr öffentlich für den Vorschlag von Reporter ohne Grenzen ausgesprochen. Unsere Außenpolitiker haben dankenswerterweise uns Medienpolitikern die Federführung überlassen. Dafür herzlichen Dank auch an die Außenpolitiker. Ich sehe es für die nächste Wahlperiode des Deutschen Bundestages für wichtig, insofern eine Art Hausaufgabe an das dann neue Hohe Haus, dass wir analog der auswärtigen Kulturpolitik so etwas wie eine auswärtige Medienpolitik entwerfen. Und die wird mehr umfassen müssen als die Unterstützung der Deutschen Welle. Eine angemessene Ausstattung des Auslandsrundfunks gehört aber jedenfalls dazu. Die Deutsche Welle ist der Beitrag des Bundes zu medialer Vielfalt und Meinungsfreiheit in der Welt. Ja, sie sendet im Auftrag der Bundesregierung. Ja, BKM hat die Rechtsaufsicht über den Sender. Aber sie entscheidet stets allein über ihre Programme und sie transportiert stets unterschiedliche Meinungen und Standpunkte. Wir haben hier in der Debatte mehrfach in dieser Legislaturperiode über die Deutsche Welle gesprochen. In den vergangenen 4 Jahren hat sich der Sender mit tiefgreifenden Reformen fit gemacht für den rasanten digitalen Medienwandel. Dafür ist zuallererst der Intendant und sein Team verantwortlich. Ich möchte Peter Limburg zum Ausgang der Legislaturperiode deshalb auch an dieser Stelle noch einmal herzlich für seine Arbeit und die seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken. Der Ausbau des englischen TV-Programms zum Breaking News-fähigen Kanal war aus unserer Sicht richtig, um die internationalen Entscheider und Multiplikatoren zu erreichen und die deutsche Sicht auf die Welt verständlich zu transportieren. Englisch ist derzeit die Lingua Franca unserer Zeit. Mit der Reform des deutschen Fernsehkanals, des deutschsprachigen Fernsehkanals, der uns vor nicht langer Zeit hier im Bundestag auch präsentiert wurde, hin zu einem Kulturkanal transportiert die Deutsche Welle ein facettenreiches Bild unseres Landes als Kulturnation. Sie kommt damit ihrem gesetzlichen Auftrag und dem Wunsch nicht zuletzt des Deutschen Bundestages nach, die deutsche Sprache zu pflegen und ihre Programme prominent auf Deutsch anzubieten, so wie es auch im Deutschen Welle-Gesetz vorgesehen ist. Neben dem linearen Fernsehen wird das Internet mehr und mehr zum führenden Informationsmedium. Deshalb muss die Welle auf den wichtigen digital verbreiteten Plattformen und Social-Media-Diensten mit ihren Angeboten präsent sein. Das tut sie verstärkt und es gelingt auch auf diese Weise, direkte Verbindungen zu den Nutzern aufzuschließen. Stichwort User-Generated Content. Zudem gilt es auf die veränderte Weltlage, der Eingang, das Zitat, und neue Krisenherde zu reagieren. Die Deutsche Welle hat ihre russisch- und ukrainischsprachigen Programme ausgebaut und ist damit zu einem der wichtigsten Anbieter unabhängiger, seriöser Informationen in der Region geworden. Sowohl in der arabischen Welt als auch in der Türkei wird die Presse- und Meinungsfreiheit leider mehr und mehr verletzt, sind autokratische Tendenzen auf dem Vormarsch. Für 2017 hat der Deutsche Bundestag daher zusätzliche Mittel für die Ausweitung der türkisch- und arabischsprachigen Programme bereitgestellt. Die Deutsche Welle sendet mit DW Arabia 2 vorübergehend im Inland, um den Flüchtlingen aus dem arabischen Raum ein wertiges Informationsangebot zu machen und Orientierung über Deutschland zu geben. Das ist eine Ausnahme, die die Situation erforderte und eine gute Lösung aus meiner Sicht. Die Deutsche Welle hat sich in den letzten Jahren neu und sehr gut aufgestellt. Damit einher ging ein deutlicher Bedeutungszuwachs in der Politik und hier im Parlament. Diesen gestiegenen Stellenwert haben sich der Sender und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit wirklich guter Arbeit verdient. Besonders freut mich, und das geht dir, lieber Martin, sicherlich ähnlich, weil wir es ja in den Gremien miterleben, dass am Anfang eine sehr, sehr skeptische Stimmung in Teilen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war und mittlerweile, nun da der Reformprozess im Laufen ist, inzwischen die Signale komplett auf positiv stehen. Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung wissen, was sie an ihrem Auslandsrundfunk haben. Beide haben in den letzten Jahren den Etat der Deutschen Welle erheblich gesteigert. Mit dem Bundeszuschuss aus dem BKM-Haushalt von nun rund 325 Millionen Euro sind wir wieder da, wo wir in den 90er Jahren einmal waren, bevor es unter der rot-grünen Regierungszeit Kürzungen gegeben hat. Dass wir das geschafft haben, dafür möchte ich einerseits dem Bundesfinanzminister danken, andererseits unserer Staatsministerin, unseren Haushaltspolitikern Rüdiger Kruse, Johannes Kahrs und nicht zuletzt noch einmal dir, lieber Martin Dürrmann. Wir haben, glaube ich, gerade an dieser Stelle in der Legislaturperiode sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet.
Der Eckwertebeschluss der Bundesregierung sieht nun für 2018 eine nochmalige Erhöhung des Bundeszuschusses um 25,7 Millionen Euro vor. Da sage ich schon mal von parlamentarischer Seite gut so. Mit der heutigen Entschließung geben wir uns die Hausaufgabe für die kommende Legislaturperiode, die Deutsche Welle weiter fit zu machen. Und wir haben unter anderem gesagt, der Wert dessen, was unser französischer Nachbar für seinen Auslandsrundfunk aufgibt, das ist noch ein bisschen mehr. Das sollte so die Benchmark sein, an der wir uns orientieren, im Interesse unseres Landes, im Interesse von Demokratie und im Interesse der Menschenrechte weltweit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Wanderwitz. Bevor wir fortsetzen mit der Aussprache, möchte ich Ihnen kurz das Ergebnis des von den Schriftführern und Schriftführern der namentlichen Abstimmung in der zweiten Beratung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Klaus Ernst, Matthias Wirkwald, Susanne Karawanski, weiterer Abgeordnete der Fraktion Die Linke über den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, Drucksache 18-12-354 und 18-12-624 mitteilen. Abgegebene Stimmen 520, mit Ja haben gestimmt 53, mit Nein haben gestimmt 409, Enthaltungen gab es 58. Der Gesetzentwurf ist abgelehnt. Damit fällt nach der Geschäftsordnung die weitere Beratung. So, jetzt setzen wir unsere Aussprache fort. Als nächstes erteile ich mir das Wort dem Kollegen Harald Petzold für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucherinnen und Besucher, wir beraten heute einen Antrag der Großen Koalition und von Bündnis 90 Die Grünen zur Einsetzung eines Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Und wir beraten heute die Fortschreibung der Aufgabenplanung für die Deutsche Welle. Auch wenn der Kollege Wanderwitz hier so tut, als ob das zwei so wichtige Themen